Da haben Sie für uns vorsichtsweise ein bisschen gemacht. Damit Poraglio. Grazie, Dankeschön, Rego. So, dann geben wir einfach noch einen Knoblauch hinein. So. Wenig. Wenig, weil ansonsten ist es ja schädlich. Man weiß es nicht. Wird schwer. So. Dann hole ich mir Olivenöl. Gebe ich Olivenöl hinein. Muss genügend sein, damit das Ganze pastos wird. Ja, und dann schließe ich das Ding zu. Also muss ich noch nicht schaffen. Ah, und jetzt machen wir es an. Jetzt machen wir es an. Ah, jetzt. Kurz gucken. Kurz gucken. Geht es? Ah. So, machen wir das Ganze richtig schön klein. So. Ist ja gut, dass ich in der Funktion eine ganz gute Erfindung, muss man sagen. Es geht alles sehr schnell. Also, wunderbar. Jetzt habe ich, was ich brauche. Und dann gehe ich hier rüber. Und öffne ich meinen schönen, kleinen, saftiges Spanferkel. So wie man sehen kann, den Spanferkel ist so zubereitet, dass wir die inneren Fleischteile schon abgeschnitten aus der Keule und aus der Schulter und haben wir es in der Mitte des Teiles schon hingetan. Jetzt haben wir die Mischung, ja, die ich gerne dann über den Spanferkel verteile.